Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Im letzten Part haben wir zusammen mit Albert den Altroturm betreten und die drei Barrierekontrolleinheiten, welche vom Sinestrio bewacht worden sind, abgeschaltet. Und heute erwartet uns das große Story-Finale. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich denke, der Part wird auch recht lang werden. Und ich freue mich einfach riesig. Also das Story-Finale in diesem Spiel ist wirklich grandios und dementsprechend schauen wir einfach mal. Hier spricht der Altro-Kerncomputer. Hier spricht der Altro-Kerncomputer. Energiestufe der unglaublichen Maschine hat Stufe 2 erreicht. Notwendige Energie für Stufe 3, noch 99%, noch 98%, noch 97%, noch 96%, noch 95%, noch 94%. Es sind keine... Das hört sich sehr gut an. Die Traumenergiemaschine hat endlich ihre volle Leistungsfähigkeit erreicht. Aber scheint da nicht irgendetwas schief zu laufen? Irgendetwas ist mit den schwarzen Kongigas nicht in Ordnung. Es ist, als ob sie von dem schattenhaften Wesen kontrolliert würden, statt umgekehrt. Das sollte nicht passieren. Was geht hier vor? Die Pokémon. Was ist denn nur in sie gefahren? Sie leiden, aber woran? Das ist nicht normal. Die Pokémon wüten auf unnormale Weise in der Gegend herum. Du, Nachtschattenschurke, das ist dein Tun, oder? Nein, ich bin es nicht, ich schwöre. Ich habe noch gar nichts getan. Sie werden von irgendetwas anderem als meinem Conmini gesteuert. Oh je. Sieh dir die Anzeige auf dem Boden an. Die Energie der unglaublichen Maschine hat Stufe 2 erreicht. Hat sie diese Stufe einmal erreicht, dauert es nicht mehr allzu lange, bis die letzte Stufe erreicht ist. Präsident Strahlemann ist dabei, sein Ziel zu erreichen. Er ist bereits oben. Beeil dich! Oh je, das klingt alles andere als gut. Nehmen wir das Aquana nochmal mit. Ich finde es aber auch wirklich richtig toll gemacht, in dieser Zwischensequenz, dass wir quasi in die verschiedenen Gebiete von Almia gucken können, um eben zu sehen, was für eine Auswirkung die unglaubliche Maschine eigentlich hat. Dass es eben nicht nur gesagt wird, sondern dass wir es auch wirklich mit eigenen Augen sehen. Das unterstützt für mich irgendwie so ein bisschen, ja, die Dramatik der Situation. So, ich denke, dann sind wir ganz gut ausgerüstet. Was passiert hier? Tja, ich bekomme ein schlechtes Gefühl wegen dieser Geschichte. Das kann ich mir vorstellen. Es sieht auch ziemlich bedrohlich aus. Aber okay. Was ist das für eine Maschine? Die habe ich hier noch nie gesehen. Mysteriös. Okay, da... ich nehme das Magneton nochmal mit. Sicher ist sicher, weil das, was uns auf der Spitze des Turms erwartet, ist wirklich nicht ohne. Also das kann ich jetzt schon mal sagen. Da habe ich sehr großen Respekt vor. Dementsprechend habe ich ganz gerne ein paar Pokémon dabei, die mich aufladen. Lieber als Pokestärken, die bringen mir da, glaube ich, nicht ganz so viel. Ja.
ist mir dann so doch ein bisschen lieber. Ich werde auch mal eben speichern. Das konnte ich ja nach dem letzten Part nicht machen, weil ich ja dann im Kontrollraum stehen geblieben bin, nach dem Fangversuch von den drei Sinus-Trio-Pokémon. Da kann ich nichts machen, okay. Über diese Treppe kommen wir auf das Dach. Hm? Oha, Vorsicht, Hochspannung. Früher war hier keine solche Barriere. Hier kommen wir auf keinen Fall durch, ohne den Strom abzuschalten. Das soll wohl sein. Ah, genau. Diese Maschine setzt den Boden unter Strom. Klingt zumindest logisch. Schon gut, dass wir Albert dabei haben. Keine Frage, diese Maschine muss es sein. Vermutlich ist es dieselbe wie vorhin. Der Anführer muss sie programmiert haben, dieser Glacio. Das Programm ist wirklich ziemlich clever. Alles ist gut durchdacht. Na dann. Aber für mich trotzdem ein Kinderspiel. Wollen mal sehen. Sehr schön. Da, ich habe den Strom abgeschaltet. Jetzt haben wir freien Zugang zur Spitze des Turms. Nein! Dieselbe verzögerte Auslösung wie vorhin. Ich hätte es wissen sollen. Tja, Albert, dumm gelaufen, würde ich sagen. Tut mir leid. Ich glaube, weiter als bis hierher kann ich dir nicht mehr helfen. Ich bin dankbar, dass du mir geglaubt hast, auch wenn ich bei den Bösen war. Danke, und das meine ich wirklich so. Aber jetzt musst du dich beeilen. Du musst sofort hoch zur Spitze, es gilt keine Sekunde zu verschwenden. Du bist stark genug, um allein mit ihnen fertig zu werden. Ach, das war Quatsch. Du bist doch überhaupt nicht allein. Deine Freunde umkreisen in diesem Moment die Spitze des Turms. Svenja, Präsident Nobilus Strahlemann hat mit Sicherheit unglaublich starke Pokémon. Du solltest nur dann hochgehen, wenn du dir absolut sicher bist, bereit zu sein. Ich versuche inzwischen aus eigener Kraft auszubrechen. Viel Glück. Dankeschön, Albert. Also man muss wirklich sagen, ohne ihn hätten wir das nicht geschafft. Also es ist schon gut, dass er dabei war, würde ich sagen. Ja, ich denke, wir sind bereit dazu. Hier spricht der Altru-Kerncomputer. Hier spricht der Altru-Tru-Tru-Tru-Tru. Energiestufe der unglaublichen Maschine beträgt nun 3. Energiestufe 3 erreicht. Stufe 3. Hier spricht Altru, hier Altru, hier spricht Altru, Almia, knirsch, knarks. Klingt zumindest nicht gesund. Also wie ich schon mal sagte, ich finde es wirklich genial gemacht, dass wir auch die Auswirkungen der unglaublichen Maschine sehen. Im Schlottertal, im Brodelvulkan. In der Haruba-Wüste. Und im ganzen Rest von Almia auch. Was ist denn mit den Hippopotas los? Was passiert hier? Sie scheinen furchtbar zu leiden. Die unglaubliche Maschine hat Energiestufe 3 erreicht. Ihre Wirkung erreicht sogar Pokémon in der Haruba-Wüste und im Schlottertal. Ich erhalte eine wahre Flut von Berichten über außer Kontrolle geratene Pokémon in ganz Almia. Bitte, lasst mich zum Einsatzgebiet gehen. Ich möchte unseren Top-Rangern helfen. Nein, ich verbiete das. Die Techniker müssen hier bleiben, um Informationen für die Ranger zu sammeln. Das ist eine extrem wichtige Aufgabe für Operation Lumino. Der Altru-Turm ist nicht das einzige Einsatzgebiet. Linda, alles wird wieder gut. Du musst Vertrauen zu unseren 4 jungen Top-Rangern haben. Ah, willkommen, willkommen. Also, das soll mich doch. Mir scheinen tatsächlich die Visitenkarten ausgegangen zu sein. Wie unbedacht von mir. Nun, sei es drum.
Ich bin Nobilus Strahlemann, Präsident der Altru GmbH. Nach dem, was ich so gehört habe, ist dieser Aufruhr hier... Nun, er soll den Namen Operation Lumino tragen, ist das korrekt? Lumino, der Name meines Vaters. Auch wenn es zweifellos ein Zufall ist, werde ich das als Ehrung der Familie betrachten. Hehehe! Ich betrachte es auch als Ehre, dass sich jemand solche Mühe macht, um mich zu sehen. Unglücklicherweise bist du, sagen wir mal, eine Winzigkeit zu spät gekommen. Dann war es tatsächlich gut, dich aufgehalten zu haben, ja. In der Tat, ich würde sagen, es ist nur eine Minute her, dass die unglaubliche Maschine ihre volle Leistung erreicht hat, aber inzwischen erstreckt sich ihr Einfluss bis in die hintersten Winkel der Almia-Region. Damit stehen sämtliche Pokémon Almias unter meiner ganzen und vollkommenen Kontrolle. Sie sind alle mein und werden tun, was ich ihnen sage, und zwar nur, was ich ihnen sage. Ich kann sie graben und schürfen lassen, ich kann sie Fracht transportieren lassen, Pokémon können individuell zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Und jene, die Hitze erzeugen oder große Mengen Wasser bewegen können, kommen vielleicht in Kraftwerken zum Einsatz. Oder denk an eine Krise, wenn du möchtest. Was, wenn wir von außen bedroht werden? In solchen Zeiten wäre es schwer, sich gegen den Einsatz von Pokémon als Soldaten auszusprechen. Jawohl, dies ist die Traumenergiemaschine, von Pokémon gespeist. Würdest du nicht zustimmen, dass dies eine passende Beschreibung ist? Herr Präsident, wenn ich das so sagen darf, Ihre Worte sind weise, aber an dieses Kind gerichtet sind sie eine Verschwendung. Vielleicht kann ich es mit einem leichten Mal überzeugen, von uns zu lassen. Okay. Hör zu, Kind. Lass dir vom guten alten Devotio hier ein kleines Mal kredenzen. Nur mir zuliebe, wirklich. Also was soll es sein? Ein Prügelsandwich? Oder Kung-Fu-Eintopf? Oder, warum bist du nicht einfach ein Snack für meinen kleinen Freund hier? Ja. Das große Story-Finale. Und er taucht tatsächlich mit einem Bidiza auf. Es passt definitiv zum Humor des Spiels, aber es ist ziemlich lächerlich. Es lockert die Atmosphäre auf jeden Fall ein bisschen auf. Aber er ist wirklich ein riesiger Lappen, das muss man sagen. Wie? Das ist aber sehr, sehr seltsam. Aber keine Sorge. Lass mich nur schnell wieder zu Atem kommen und sag Hallo zu einem anderen Freund von mir. Ein neues Bidiza übernimmt die Aufgabe. Das reicht jetzt. Hehehe. Ah, Herr Präsident, ich verstehe natürlich. Sie wollen selbst mit dem Kind spielen? Kind, sei dir dieses Privilegs bewusst. Dieses Mal ist dein Ende unvermeidlich. Hehe. Still, Devotio. Du solltest jetzt besser schweigen. Wie kommt man nur auf die Idee, an diesem Punkt der Geschehnisse ein Bidiza ins Spiel zu bringen? Ist das hier vielleicht die Ranger-Schule? Apropos Ranger. Oh, tut mir leid. Svenja, nicht wahr? Svenja, du scheinst die Macht der unglaublichen Maschine nicht zu verstehen. Du erkennst nicht die ungeheure Tragweite dessen, was ihre Existenz bedeutet. Vielleicht ist sie auch zu groß, als dass sie irgendjemand wahrhaft verstehen könnte. Aber jeder wird sie akzeptieren müssen, wenn der neue Morgen anbricht. In Kürze wird das Datum wechseln. Altru wird seine Wiedergeburt feiern. Lass mich dir einen Vorgeschmack dessen geben, was euch erwartet. Vielleicht soll ich ein Pokémon herbeirufen, das dieses Anlasses würdig ist. Ein Pokémon, das würdig ist, ein neues Zeitalter der Finsternis einzuläuten. Davon abgesehen wird dieses Pokémon... Nein, dieses nicht. Noch nicht. Ah, es ist fantastisch. Von hier aus stehen mir sämtliche Pokémon ganz nach Wahl zur freien Verfügung. Ob sie in Herden oder allein umherziehen, ich kann sie nach Belieben steuern. Kongiga, Konmini, diese Maschinen werden nicht mehr benötigt. Ah, da, das perfekte Pokémon für dich. Ich habe es in der Haruba-Wüste erspäht.
Die Entwicklung dieser enormen Maschine hat gewaltige Kosten und Mühen verschlungen. Das Projekt kam erst in Fahrt, als wir Turlero als Lehrer an der Ranger-Schule einschmuggeln konnten. Es gelang ihm, ein Genie zu rekrutieren, wie es nur einmal in 100 Jahren geboren wird. Ah, genau das ist es. Das Pokémon aus der Haruba-Wüste. Siehst du? Mit der unglaublichen Maschine kann ich jedes gewünschte Pokémon herbeirufen. Ich möchte dich mit meinem Zwirrfinst bekannt machen. Zwirrfinst, dieser Ranger ist extra erschienen, um mit uns zu feiern. Gib unserem Gast eine Demonstration unserer Dankbarkeit. Okay. Zeit für den nächsten Bosskampf. Zwirrfinst. Dann wollen wir doch mal. Oh, flächendeckende Angriffe, wie schön. Und hüpfende Flammen, oh nein. Das ist das Schlimmste, was er machen konnte. Wobei das auch nicht unbedingt besser ist. So, Schneebedeck. Können die Flammen bitte mal verschwinden wieder? Das wäre echt reizend. Also solange die Flammen da sind, möchte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt kreiseln. Und es klappt so gerade auch ganz gut, muss ich sagen. Aber die Flammen sind echt ziemlich lange da. Aber jetzt scheinen sie langsam wegzugehen. Zumindest teilweise. Okay. Autsch. Autsch. Also dieses Zwirrfinst ist definitiv nicht zu unterschätzen. Wobei ich glaube, es ist noch nicht mal wirklich stark, es ist einfach nur nervig. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber wir haben es geschafft. Wunderbar. Ein bisschen Schaden habe ich genommen, aber damit kann ich eigentlich leben. Und es reicht sogar noch für ein Level-Up. Wie passend. Das war wohl nichts, Nobilus. Ziemlich beeindruckend. Du hast sogar deinen Ruf übertroffen. Aber werde bloß nicht zu selbstzufrieden. Du irrst dich, wenn du denkst, dass du gewonnen hast. Verstehst du es denn nicht? Ich habe bereits gewonnen. Solange ich die unglaubliche Maschine habe, kann ich immer neue Pokémon herbeirufen. Wann immer und von wo immer ich auch will, ich kann so viele rufen, wie ich möchte. Eine Niederlage ist für mich einfach nicht möglich. Verstehst du es jetzt? Was um alles? Was war das gerade für ein gelber Blitz? Du, was verbirgst du vor mir? Das kann nicht sein, die Gelbgemme. Wir wollten das eigentlich schon zuvor berichten. Wir drei haben versagt, die Gelbgemme zu schützen. Wir wissen, dass das unverzeihlich ist, aber Chef Boss, da sie ja jetzt alle Pokémon haben, ist doch alles okay, ja? Du unfähiger Trottel. Es war lebenswichtig, dass diese drei Gemmen nicht zusammenkommen. Wir mussten nur eine der Gemmen besitzen, eine einzige. Hätten wir auch nur eine besessen, wäre der Schattenkristall unbesiegbar gewesen. Hast du das nicht verstanden? Ihr Versager konntet weder die Gelbgemme noch die Barriere schützen. Und nun erwartest du, dass diese Pokémon eure unzähligen Fehler wieder ausgleichen? Respekt. Nerven hast du jedenfalls. Du bist nicht einmal mutig oder schlau genug, um wie die anderen beiden zu verschwinden. Ja, du hast wirklich Nerven, dass du hier nach deinem erneuten Versagen dein Gesicht zu zeigen wagst. Aber ich bleibe hier, weil ich mache mir doch Sorgen um sie, Boss. Schweig. Spalte deine nutzlose Besorgnis. Ich brauche keine Gefolgsleute mehr. Dank der unglaublichen Maschine sind jetzt alle Pokémon Almias meine Diener. Vergiss es! Strahlemann, wir hören dein Geschwätz sogar hier oben.
Svenja, mach dich bereit. Jetzt geben wir Operation Lumino den letzten Schliff. Die drei Gemmen müssen nahe an den Schattenkristall herangebracht werden. Svenja, bring die Gelbgemme so nah wie möglich an den Kristall heran. Geht klar. Das ist es, Leute. Staraptor, wir gehen näher heran. Haltet ihr das für klug, Ranger? Jetzt lasst ihr mir keine Wahl mehr. Zeit, dieses Pokémon zu entfesseln. Ah, welch glückliches Zusammentreffen. Mitternacht ist angebrochen. Lass an Altrus Tag der Geburt dein Dasein in all seiner dunklen Glorie erstrahlen. Komm, erwache aus der Finsternis. Erhebe dich, mein Darkrai. Staraptor, was ist los? Stimmt etwas nicht? Beruhige dich! Ruhig, Staraptor! Ein Pokémon, das die Energie der Dunkelheit in seinem Leib speichert. Ja, das ist Darkrai. Es ist mir das Liebste unter allen Pokémon. Hehehehe. Hallöchen. Los, Darkrai. Führe dieses heldenfixierte Kind in die Welt der Finsternis. Hehehehe. Oh oh. Ranger, los, ab mit dir in die Welt der Dunkelheit. Svenja! Das war knapp. Puh, gerade noch rechtzeitig. Dieser Angriff hat mich glatt bis zum Panoramafelsen im Briseforst geschleudert. Der Junge mit dem Imbisswagen und seine Mutter mussten mich aufwecken. Oha, aber den Teil der Geschichte spare ich mir doch lieber für später auf. Gut, ich bin spät hier angekommen, aber das gleiche ich jetzt mit voller Kraft wieder aus. Na dann mach du mal. Svenja, gib mir die Gelbgemme. Ich schließe mich Cyber und Volara an. Auf dass wir da beide unbeschadet wieder rauskommen, wie... Verfluchte Ranger. Ihr werdet es bedauern, euch jemals gegen mich erhoben zu haben. Die unglaubliche Maschine hat nämlich nach Stufe 3 noch eine weitere Stufe. Die verbotene Stufe. Stufe Schwarz. Halt, Herr Präsident, nein. Das nicht, Sie dürfen das nicht tun. Sie haben es selbst gesagt, niemand weiß, was Stufe Schwarz bewirken wird. Boss, das mache selbst ich nicht mehr mit. Ja, das geht einfach nicht mehr. War ja klar, dass sowas passieren musste. Der Kerl ist größenwahnsinnig. Ja, das ist es. Stufe Schwarz. Die verbotene Macht, von der nur die Unendlichkeit weiß, die da Finsternis heißt. Mein Darkrai, deine Zeit ist angebrochen. Doch zuvor gibt es noch eine Aufgabe zu vollenden. Schmettere diese störenden kleinen Schädlinge dort aus dem Himmel. Herr Präsident, helfen Sie mir!
Darkrai? Was tust du da? Hör auf, hör sofort damit auf. Herr Präsident! Das hätte er kommen sehen müssen. Herr Devotio, weg ist er. Das will ich nicht. Ich ziehe mich aufs Land zurück. Odo, warte. Bleib hier, ich kann dich zum nächsten Präsidenten machen. Geh nicht. Jetzt auf einmal. Darkrai, was tust du da? Der Ranger ist dort drüben. Hör auf damit, Darkrai. Nicht, zieh mich nicht in die Finsternis. Darkrai, aufhören bitte, nein! Ranger, rette mich! Dunkelheit. Sie hüllt den Turm ein. Ich sehe den Schattenkristall nicht mehr. Darkrai, Svenja und alles andere stecken in dieser Dunkelheit. Svenja, kannst du mich hören? Was passiert da unten bei dir? So, ich könnte jetzt natürlich wieder runtergehen und speichern und mir noch neue Pokémon fangen und so weiter, aber ich denke... Herr Präsi, wo... Devotio ist... Hilfe! Devo, du... Wo ist... Ich nur dunkel, kann nichts sehen. Ich, Devotio... Was oben, unten, kann nicht... Furchtbar. Ist das Albtraum? Bitte, Ranger, Hilfe! Na, dann wollen wir mal. Darkrai, der Endboss dieses Spiels. Okay. Und euch sollte vielleicht auffallen, wenn ihr mal oben auf die Leiste guckt, sobald ich bald gleich wieder kreisel, da steht plus 0. Das heißt, die Fangleiste füllt sich nicht. Kein Stückchen, egal was wir machen. Auch Pokestärken helfen da nicht. Das habe ich beim ersten Durchspielen auch ausprobiert. Ja, wir können dieses Darkrai absolut nicht fangen, egal was wir machen. Und dementsprechend wird der Kampf auch automatisch beendet. Das Darkrai hat seinen Geist verschlossen. Da unten ist konzentrierte Dunkelheit. Sicht ist runter auf Null. Verteidigt das Darkrai den Schattenkristall? Wir kommen so nicht an den Schattenkristall heran. Unsere Staraptor werden müde. Ist Svenja in Ordnung? Ich möchte helfen, aber ich kann nicht. Verflixt und zugenäht, ist die Operation fehlgeschlagen? Was um alles in der Welt? Hey! Die Gemmen haben zu leuchten begonnen. Es ist genauso wie bei diesen Anhängern. Als ob das Licht nach etwas suchen würde. Das ist so cool gemacht, wie ich finde. Richtig genial. Die drei farbigen Gemmen und die drei farbigen Lichterscheinungen. Sie reagieren auf den Fangkorb von Svenja. Das Licht der drei farbigen Gemmen dringt in den Fangkorb ein. Die drei winzigen Splitter aus den Anhängern werden von Energie erfüllt. Ja. Und damit haben wir jetzt die ideale Waffe, um Darkrai endgültig zu fangen. Diesmal richtig.
Starcry. Los geht's zum alles entscheidenden Fangversuch. Und ihr seht auch schon, das sieht so ein kleines bisschen anders aus, weil wir eben die Kraft der Gammon haben. Ich finde, das sieht so hübsch aus mit diesen, mit dieser leuchtenden Fanglinie. Richtig, richtig genial. Ich mag die Idee total gerne, dass die drei Gammon quasi in unseren Fangkomm aufgenommen werden. Finde ich wirklich toll. Und jetzt muss ich mich hier so ein kleines bisschen konzentrieren. Also ich würde hier auch nicht empfehlen, die Power-Aufladung zu nutzen, weil das Darkrai ist einfach so flink und greift so oft an. Ich denke nicht, dass das irgendwas bringen würde. Ich denke, man sollte einfach immer, wenn es möglich ist, ein paar Kreise ziehen und ein bisschen was an Geduld mitbringen. Das ist definitiv nicht schlecht bei diesem Bosskampf, weil ihr seht, die Leiste füllt sich wirklich langsam oben. Es ist meiner Meinung nach wirklich ein würdiger Endbosskampf. Definitiv. Ui. Das ist schon ein bisschen böser gewesen. Also Darkrai hat eigentlich so ein paar Attacken, die wirklich fies sind, wo man wirklich aufpassen muss. Aber ansonsten geht's eigentlich. Aber die wirklich gemeinen Sachen kommen noch. Also das hier ist wirklich noch nichts gegen das, was gleich noch kommt. Ja, bislang läuft es eigentlich ganz gut. Das freut mich. Okay. Es sieht aber auch wirklich cool aus. Mit dieser bunt leuchtenden Fangscheibe. Im Kontrast zu den ganzen dunklen Angriffen, die Darkrai macht. Ja, das ist einer von diesen nervigen Angriffen. Er beschränkt quasi so ein bisschen den Bildschirm. Ist prinzipiell gar nicht so schlimm, wenn er nicht gerade immer oben rumfliegt. Das ist dann doch ein bisschen nervig. Und eben, dass da ab und zu was vom Himmel runterkommt. Also es ist eigentlich unmöglich, diesen Bosskampf ohne Schaden über die Bühne zu bringen, einfach weil so viel passiert auf dem Bildschirm, was man gar nicht alles mit einbeziehen kann. Also ich finde, der Bosskampf ist jetzt nicht unsagbar schwer, aber er hat es schon in sich, definitiv. Vor allem, weil er recht lange dauert und irgendwann ist die Konzentration einfach weg. Weil ihr seht, diese dunklen Kreise und dann Dinger, die da vom Himmel runterfallen, es passiert so viel. Da braucht man schon wirklich gute Reflexe. Autsch. Aber es wird was. Ich finde es aber auch irgendwie cool gemacht, dass wir ja im ersten Anlauf Darkrai eben nicht fangen können und erst die Kraft der Gammon brauchen. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, wie ich finde. Wir sollten es aber fast geschafft haben. Das war's. Wunderbar. Doch, bin ich zufrieden mit dem Bosskampf. Hab's schon schlimmer erlebt. Oh, ich habe sogar ein S bekommen. Nicht schlecht. Kann ich mitleben. Die Dunkelheit löst sich auf. Jetzt erwischen wir den Schattenkristall. Operation Lumino läuft wieder.
Es ist so hell. Bin ich vielleicht... Ich bin am Leben? Herr Präsident, Sie haben mich gerettet. Sie haben den unwürdigen Devotio gerettet. Wo bin ich? Lebe ich noch oder bin ich... Altru, ja, dies ist Altru. Ich war gefangen. Gefangen in einem furchtbaren Albtraum. Ah, du bist endlich aus deinem Albtraum erwacht, wie mir scheint. Ist es nicht so, Nobilus Strahlemann? Was du gerade erlebt hast, war allerdings nicht der einzige Albtraum, den du hattest. Erst jetzt bist du aus einem Albtraum erwacht, den du so viele Jahre gelebt hast. Ich habe hier etwas, das ich dir zurückgeben möchte. Lumino Strahlemanns Tagebuch. Ganz recht, das Tagebuch deines Vaters. Es ist uns gelungen, es wiederherzustellen. Wenn du gestattest, möchte ich dir etwas daraus vorlesen. Und die Musik ist so richtig schön. Es passt perfekt zu dem, was jetzt kommt. Definitiv. Nun denn, Monat X, Tag XX. Ölreserven sind runter auf die Hälfte des Vorjahres. Habe Angst um die Zukunft Almias. Heute wurden mehrere mysteriöse, schwarze Steine an der Bohrstelle ausgegraben. Noch nie habe ich etwas wie sie gesehen. Sie leuchten in einem dunklen, verführerischen Glanz. Etwas in meinem Herzen rührt sich als Antwort auf die faszinierende Dunkelheit. Die nächste Seite wurde etwa 6 Monate später geschrieben. Monat X, Tag XX. Nun endlich haben wir ein riesiges Exemplar von einem Dunkelstück entdeckt. Den Schattenkristall. Er wird jedoch von einem Pokémon bewacht, das wie die Finsternis selbst zu sein scheint. Obwohl wir den Schattenkristall sehen können, hält uns das Pokémon von ihm fern. Wir haben keine andere Wahl, als mit den kleineren Dunkelstücken, die wir sammeln können, auszukommen. Mit ihnen können wir immerhin die Forschung nach der Traumenergiequelle fortsetzen. Heute war außerdem der 13. Geburtstag meines einzigen Kindes, Lucidus Strahlemann. Weil mich die Erforschung des Kristalls so in ihren Bann gezogen hat, habe ich ihn vergessen. Ich fühle mich schlecht, weil ich meinen Sohn Lucidus so vernachlässige. Wer mag dieses Kind Lucidus sein? Dieser Eintrag erfolgte ein Jahr später. Monat X, Tag XX. Heute ist mein einziger Sohn 14 Jahre alt geworden. Gegen den Widerstand meiner Frau habe ich seinen Namen in Nobilus geändert. Wir, mein Sohn und ich, haben anlässlich des Namenwechsels in der Nähe des Kristalls eine Zeremonie abgehalten. Wir haben meinen Sohn, der die Altru GmbH leiten wird, dem Schattenkristall geweiht. Dafür werden die unvergleichlichen Kräfte des Kristalls auf ihn übergehen. Mögen Nobilus und der Schattenkristall Altru in eine glorreiche Zukunft führen. Der folgende Eintrag entstand grob 2 Jahre nach Nobilus Taufe. Er ist nicht einmal mehr datiert. Ich erkenne nun den entsetzlichen Fehler, den ich begangen habe. Der Schattenkristall hat über tausende von Jahren negative Gefühle absorbiert. Er hat die Dunkelheit in den Herzen der Menschen als Energie gespeichert. Mein einziger Sohn Nobilus ist nun in seiner endlosen Finsternis gefangen. Mein eigener Sohn, der mich aus der Altru GmbH vertrieben hat, um ihr jüngster Präsident zu werden. Nobilus Strahlemann. Nein, Lucidus Strahlemann. Mein Sohn, ich gebe dir ein Versprechen. Ich werde dich retten. Für den Rest meines Lebens werde ich tun, was ich kann, um dich zu befreien. Mit diesem Eintrag endet das Tagebuch. Natürlich enthält es auch noch eine Vielzahl von Informationen über andere Materien. Zum Beispiel beschreibt es die Geheimnisse von Rot-, Blau- und Gelbgemme. Es beschäftigt sich auch detailliert mit den uralten Legenden Almias. Auch wenn es uns nicht gelungen ist, alles zu entziffern, war das Tagebuch doch eine unschätzbare Hilfe. Schließlich wäre Operation Lumino unter das Tagebuch niemals möglich gewesen. Was die 3 farbigen Gemmen angeht, von denen hat dir dein Vater erzählt, nicht? Stimmt das, Präsident Lucidus Strahlemann? Lucidus Strahlemann, mein wahrer Name. Es stimmt,
Das Geheimnis der drei Gemmen habe ich von meinem Vater erfahren. Zu diesem Zeitpunkt stand ich jedoch schon völlig im Bann des Schattenkristalls. Meine Gedanken drehten sich ausschließlich darum, wie ich das Darkrai loswerden konnte, was den Schattenkristall bewachte. Ich gründete Team Nachtschatten, um die kleinen Dunkelstücke zu sammeln. Doch dieser Ansatz war völlig unzureichend. Den Rangern gelang es schließlich, die drei Gemmen zu finden, die mein Vater vergeblich gesucht hatte. Diese drei Gemmen haben mich schließlich aus meinem langen Albtraum erweckt. Operation Lumino. So ist Vaters Wunsch, mich zu retten, also heute doch in Erfüllung gegangen. Nobilos. Nein, das ist ja jetzt Lucidus. Die Verantwortung mit deiner kriminellen Machenschaften liegt bei dir. Wenn sich alles beruhigt hat, werden wir dir ein paar Fragen stellen müssen. Von der Vereinigung ist eine Eskorte eingetroffen, die vor dem Gebäude auf dich wartet. Kannst du aus eigener Kraft gehen? Ihr schnürt mich nicht zusammen. Ich darf selbst hinausgehen, um mich der Eskorte zu stellen. Ich danke euch. Vielen Dank für eure Güte. Euch riecht immer solche Gänsehaut bei dieser Szene. Generell bei dem ganzen Finale. Das ist so schön gemacht. Und einfach nur wahnsinnig episch. Svenja. Entschuldigung, ich musste eben mein Ladekabel anschließen. Wir haben Albert aus seiner Falle befreit. Mach dir um ihn keine Sorgen. Aber Junge, Junge, ich glaube nicht, dass wir ohne seine Mithilfe erfolgreich gewesen wären. Bestimmt nicht. Albert hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt bei dieser Mission. Ranger und alle Mitarbeiter der Vereinigung, also Techniker, Wissenschaftler und andere. Albert und all die Leute, die uns mit Informationen beigestanden haben. Alle von euch, die ihr Pokémon liebt, ihr habt diesen Sieg möglich gemacht. Eure Intelligenz, euer Mut und eure Leidenschaft haben die größte Krise in der Geschichte Almias abgewendet. Ihr habt euch wahrlich über eure Pflichten hinaus eingesetzt. Dieser Tag wurde von Altrus Geburtstag in eine Feier für ganz Almia verwandelt. Lass mich mit meinen üblichen Worten schließen, die ich voller Freude ausspreche. Oh ja. Operation Lumino war erfolgreich. Mission geschafft. So ganz nebenbei, ihr drei. Ihr scheint die Gemmen gar nicht zu haben. Was ist denn aus ihnen geworden? Das sieht total schön aus. Mit dem durchsichtigen Schattenkristall in der Mitte. Seht nur, sie sehen nicht mehr aus, als ob sie leiden würden. Die Pokémon verhalten sich wieder normal. Das haben sie auch wirklich total schön gemacht. Dass wir eben vorhin die ganzen Auswirkungen gesehen haben der unglaublichen Maschine und dass wir jetzt sehen, wie alles wieder normal wird. Hey, sieh mal, sieh doch, die dunklen Wolken über dem Turm sind weg. Stimmt, sie sind weg. Was für ein wundervoller Tagesanbruch. Finde ich wirklich total schön gemacht, dass sich jetzt alles wieder normalisiert und die Pokémon sich wieder beruhigen. Sehr schönes Ende. Und die Musik ist wirklich klasse von denen. Das muss man ihnen lassen. Oh yeah, das Powerquartett rockt. Die sind perfekt für Altrus. Ups, ich meine für so einen heißen und sonnigen Almia-Gedenktag.
Urs, danke, dass du mich gerettet hast. Wie du Ziel beseitigt gerufen und die Tür zertrümmert hast, einfach cool in seiner Einfachheit. Mein großer Bruder sagt, dass er heute einen Tag frei nimmt. Er will den ganzen Tag mit mir spielen. Das ist super. Ich freue mich für euch, Melodia. Oh oh, Urs fängt an auszulaufen. Trotz seines Aussehens ist er in der Vereinigung berühmt dafür, wie nah er am Wasser gebaut ist. Hey Svenja, erinnerst du dich noch an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind? Als Inge die Bediza entlaufen und wüst auf dem Schulhof herumgetobt sind? Damals habe ich dich doch beim Fangen der Bediza geschlagen. Danach hat es allerdings immer an dir gelegen, mich irgendwo rauszuhauen. Darum bin ich so froh, dass ich dabei helfen konnte, dich aus der Dunkelheit zu retten. Ist irgendwie so, als ob ich dir endlich ein bisschen was für all deine Hilfe zurückzahlen konnte. Leute helfen und es wird ihnen geholfen. Das gilt für Pokémon genauso. Wir leben zusammen, indem wir uns helfen. Du solltest nicht so sehen, dass du anderen etwas schuldest oder umgekehrt. Ach ja, dieses Lied. Du weißt schon, dass darüber, wie der König von Almir in die Finsternis gefallen ist? Und wie die drei Prinzen in Blau, Rot und Gelb zusammengearbeitet haben? Das ist wie in dem Märchenbuch, aus dem meine Großmutter als Kind vorgelesen hat. Svenja, du siehst aus, als könntest du auf der Stelle einschlafen. Ich weiß, dass du die Nacht durchgemacht hast, aber ich habe eine Mission für dich. Ich sage das nur einmal, also hör gut zu. Bereit? Gut. Geh zurück nach Schikolingen und erzähle deiner Familie, was du geschafft hast. Und zeige ihr den weltweit einzigen Batonnage-Fangkomm. Dies ist meine letzte Mission für dich. Das mache ich doch liebend gerne. Ja, das war das Story-Finale von Pokémon Ranger 2. Wir reiten jetzt nach Hause und dann würden normalerweise die Credits losgehen. Die möchte ich ganz gerne allerdings jetzt nicht zeigen, denn mein Fazit zum Spiel gibt's ganz am Ende. Dementsprechend, sobald der letzte Satz gesprochen worden ist, werde ich das Video beenden. Das sage ich jetzt schon mal. Und da wären wir. Willkommen daheim, große Schwester. Sie sagen, du hast alle gerettet. Der Zeitungsreporter Erwin ist gekommen und hat uns davon erzählt. Er hat berichtet, wie du heldenhaft ganz Almir und die Pokémon gerettet hast. Das ist so cool. Ich wusste, dass du heute Morgen herkommen würdest. Mütterliche Intuition. Daher habe ich dir auch schon dein Leibgericht vorbereitet. Du hast letzte Nacht kein Auge zugetan, stimmt das? Wenn du aufgegessen hast, gehst du hoch und schläfst dich in deinem Federbett mal so richtig schön aus. Svenja. Willkommen daheim. Du hast niemals aufgegeben, trotz allem, was sich dir in den Weg gestellt hat. Ich bin so stolz auf dich. Komm rein. Mutti hat uns einen Gemüseeintopf gemacht. Lasst uns tüchtig reinhauen. Und ja, das war die Hauptgeschichte von Pokémon Ranger, Finsternis über Almir. Jetzt würden eigentlich die Credits kommen, wie gesagt. Allerdings würde ich mir den Abspann ganz gerne fürs Ende dieses Projektes aufsparen. Dementsprechend gibt's das jetzt nicht zu sehen. Ja, ein sehr schönes Finale, wie ich finde. Also wirklich wahnsinnig episch gemacht. Vom Aufbau her, vom Ablauf her, von der Musik her. Darkrai ist wirklich ein richtig epischer Boss. Meinungen sind gerne gesehen in den Kommentaren. Und ansonsten geht's im nächsten Part dann weiter mit dem Geschehnissen nach Abschluss der Hauptgeschichte. Es gibt nämlich noch einiges zu tun. Ich möchte ganz gerne das Verzeichnis noch komplett füllen. Das heißt, alle Pokémon dieser Region werden noch von mir gefangen werden. Die restlichen 20 Aufträge werde ich auch noch erledigen und letztendlich werde ich mich auch an der Fangarena versuchen. Und wenn das alles geschafft ist, dann gibt es auch mein Fazit zum Spiel. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Finsternis über Almir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.